Sie selbst werden bald Opa. Ja. Freuen Sie sich? Na, was glaubst du? Die zweite Chance, der richtige Vater zu sein. Fehler, was du gemacht hast oder auch nicht, weil du nicht bewusst weißt, weil es gibt keine Schule, Papa zu sein. Manchmal warst du sehr streng, du musst um 7 Uhr schlafen gehen, du darfst keine Schokolade am Abend und Sache, dass mit 56 Jahren ist total etwas anderes. Und ich werde diese Kinder ein bisschen locker zu nehmen und es ist egal, ob 9 Uhr schlafen gehen, sie sollte alle Kinder nicht hören, aber es sollte eine glückliche Kinder sein. Und genauso wie ich, eine glückliche Opa, wie eine glückliche Oma oder eine glückliche Mama und Papa. Ich werde ihm geben, was mir meine Teil gehört. Meine Teil gehört Spaß. Ich werde keine Erziehung, weil er hat Papa und Mama oder sie. Ich werde nur Schokolade geben, schwimmen, fischen, singen und alle blöde Sachen, was es auf dieser Welt gibt, werde die Opa Semino geben. Sie sehen großartig aus heute. Was tun Sie für sich, um fit und auch gesund zu bleiben? Gesund. Du musst du bleiben. Du musst nur auf dieser Welt glücklich sein und auf keinen Fall Kompromisse machen und alles, was dir nicht gut tun, auf die Seite machen. Nein, danke. Das Leben wartet auf dich. Menschen warten auf deine Liebe. Frauen warten auf deine Beziehung. Ein Hund wartet auf dich, dass du sollte einen Hund kaufen oder XX. Du musst nur glücklich sein. Ich bin sehr glücklich. Ich wünsche mir nur gesund zu sein. Weiter auf einer Bühne zu singen, solange mich das Publikum sie wünscht. Und wenn sie sagen, aus Semino Rossi, jetzt kommt Marc Antonin oder Ross Antonin oder XX. Semino wird sagen, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Danke, dass ich diese wunderschöne Möglichkeit habe, singen zu dürfen. Das war meine große Träume. Deswegen werde ich nie den Ruck geben zu Deutschland, Österreich, Schweiz, weil sie haben mich ermöglicht, genau wie dieser Mann, der neben mir steht, Franzel, die Möglichkeit, davon zum Leben von etwas, was ich mein ganzes Leben geträumt habe. Vielen Dank.